So, hallo und herzlich willkommen zum ersten Streets of New Capenna Draft auf diesem Kanal. Ihr seht schon, wir sind direkt schon in die Queue reingesprungen. Wir spielen diesmal im Traditional Best of Three Draft. Das liegt einfach daran, dass ich noch ein Best of One Draft am Laufen habe, den ich im Stream angemacht habe. Da habe ich ein wundervolles schwarz-rotes Splash-Blau-Maestro-Deck. Und das wollte ich einfach nicht aufgeben. Deshalb gibt es jetzt erstmal einen Traditional Draft. Das lohnt sich aber auch, denn im Traditional Draft lernt man das Set natürlich auch viel, viel besser kennen. Außerdem gibt es ja inzwischen auch schon diese Play-In-Points zu gewinnen. Das Set ist tatsächlich eigentlich gestern, also die Aufnahme heute ist Freitagnacht nach dem Release-Event von Shibi passiert oder passiert gerade davon. Das ist am Donnerstag released worden, leider mit ein paar größeren Problemen, sodass wir eigentlich erst am Freitag die Chance hatten, relativ fehlerfrei oder bugfrei das Format zu zocken. Und ich dachte mir, hey, fürs Wochenende nehmen wir doch nochmal einmal ein ganz gemütliches, schönes Draft-View für euch auf, sodass ihr auf jeden Fall was zu gucken habt. Und jetzt hoffe ich hier, dass Lappen420 sich auch noch bereit erklärt, in die Seat einzusteigen, weil ansonsten muss meine Anmoderation noch ein bisschen länger werden. Ja, leider hat es wieder nicht geklappt. Bisschen schade. Was ich schon so an Hot Takes mitnehmen kann, auf jeden Fall sind, dass es, glaube ich, besser ist, zweifarbig zu draften. Man sollte nicht so hoch das Fixing priorisieren. Einfach ein schönes zweifarbiges Deck, in dem Fall ein Rakdos-Deck oder ein Azorius-Deck oder ein Celestia-Deck oder ein Gruul-Deck. Eben diese Arten oder diese Arten von Deck präferieren, diese Arten von Karten präferieren. Und wenn es dann notwendig ist, kann man vielleicht nochmal die eine oder andere Karte der dritten Farbe splashen. Aber ich glaube, gerade im Draft, Seed ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, aber ich glaube, gerade im Draft ist zweifarbig the way to go. Schön strikt aggressiv oder einen konsistenten Gameplan zu haben, scheint auf jeden Fall ein Vorteil gegenüber der Dörtlichkeit zu sein. Was ich sehr schade finde, denn es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass zweifarbige Decks hier sehr, sehr gut sind. Naja, was soll man machen? Also in Khans of Tarkir zum Beispiel hatte man ein bisschen länger Zeit, da hat man länger gedördelt, bis dann herausgefunden hat, dass die zweifarbigen Decks besser sind. Hier wollen wir jetzt mal schauen, was wir denn so für uns haben. Also, wir haben hier zum einen Unleash the Inferno, ein wundervoller Removal-Spell, allerdings eben schon, wie gesagt, direkt dreifarbig, wo man nicht unbedingt rein möchte. Wir haben Citizens Crowbar, gefällt mir auch gut. So ein bisschen was fürs grün-weiße Deck, ein schönes Equipment, das auch noch ein Citizen dazu hat. Fatal Grudge ist eine mega starke Karte im richtigen Deck mit den richtigen Kreaturen, die man opfern kann, wundervoll. Brazen Upstart auch sicherlich nicht verkehrt, aber ich glaube, bevor ich den hier picke, picke ich tatsächlich das Inferno. Hold for Ransom finde ich ein bisschen schwächer als normaler Pazifismus, eben weil es solche Sachen wie Fatal Grudge oder Casualty Spells gibt. In der unteren Zeile ist es jetzt schon nicht mehr ganz so spannend. Rafine's Informant ist natürlich noch eine gute Karte. Deal Gone Bad ist auch okay. Die Adjudicators und Prize Fight auch noch. Im Prinzip ist hier fast jede Karte playable, aber ich glaube, als First Pick kommt hier nicht so super viel in Frage. Ich wähle mal Unleash the Inferno. Oh, und da kriegen wir direkt sehr interessant. Luxura Ascendancy geschoben. Ich glaube, die hat man noch nicht so richtig ins Laufen gekriegt. Wir haben den Security Rocks. Wäre eine Möglichkeit, mal zu versuchen, in rot-grün Treasures zu gehen. Wir können aber auch den Crew Captain nehmen. Das sind die beiden Auswahlmöglichkeiten. Ich mag auch die Mayhem Patrol sehr gerne. Gerade in einem Blitzdeck oder in einem Riveteer-Umnieter-Deck mag ich das. Ready to Rumble ist, glaube ich, etwas schwächer als die anderen Alternativen. Jetzt muss man sich hier die Frage stellen. Ich will ja eigentlich nicht konkret dreifarbig werden. Das heißt, jetzt hier noch direkt den Crew Captain mitzunehmen, fordert mich quasi dazu auf, wirklich viel Fixing einzusammeln, weil das ist eine Karte, die ich auch durchaus später spielen kann. Der Security Rocks ist einfach eine grundsolide Magic-Karte, die zweifarbig ist. Und deshalb tendiere ich jetzt, glaube ich, einfach mal zum Security Rocks. Werde nicht so richtig belohnt. Denn die beste Karte für uns hier im Pack ist vermutlich Deal Gone Bad, was dummerweise eine schwarze Karte ist. Man könnte den Plasma Jockey picken. Man könnte sagen, okay, wir versuchen jetzt einfach eine Runde zu blitzen und nehmen den Plasma Jockey hier mit. Broker's Charm ist eine sehr starke Karte, genauso der Nimble Larcenist, aber von den Farben her passt es leider nicht so gut. Ich mag auch den Attendant Socialite nicht so gerne. Wenn wir also ein bisschen aggressiver sind, glaube ich, nehme ich hier einfach mal den Plasma Jockey. Deal Gone Bad. Ich versuche jetzt bei der Philosophie zu bleiben, zweifarbig zu sein, um mal zu schauen, ob man eine Farbe splasht. Hier hätten wir im Angebot Lagrella the Magpie. Also sieht schon so ein bisschen so aus, als sei Bant offen. An dieser Stelle will man aber, wie gesagt, auch nicht Bant sein, sondern wahrscheinlich entweder grün-weiß oder blau-weiß. Und das kriege ich mit den drei First Picks auf jeden Fall nicht hin. Involuntary Employment ist keine schlechte Magic-Karte. Denn es gibt einige Sachen, wo man gut was reinopfern kann.
Und das wäre jetzt hier, glaube ich, auch mein Pick über Ready to Rumble. Ich versuche es einfach mal mit dem Involuntary Employment. Oh, hier mal den Forge-Boss. Das ist ein krasses Zeichen, vielleicht für Rot-Schwarz. Und jetzt sieht man in den Bandfarben auch schon eher etwas schwächere Picks. Out of the Way ist noch eine ganz gute Karte. Wohingegen Rooftop Noisins auch. Aber die anderen Karten sind schon eher ein bisschen schwächer. Ich nehme mal den Forge-Boss und guck mal, ob man vielleicht noch wieder in Richtung Rot-Schwarz-Sacrifice gehen kann und das Unleash vielleicht von der anderen Seite splasht, also von der grünen Seite splasht. Hier haben wir einen Big Score. Big Score mag ich sehr gerne. Insbesondere generiert Treasure Tokens für den Security Rocks. Wir haben hier ansonsten noch Fake Your Own Death. Selber noch nicht gespielt, aber dürfte eigentlich keine schlechte Karte sein. Dig up the Body, Casualty-Karte, Instant Speed. Instant Speed Casualty-Karten steigen bei mir im Wert immer und immer und immer weiter an, wenn man sie eben in Response zu einem Removal-Spell benutzen kann und vielleicht auch mal einfach eine Kreatur vom Gegner opfern kann. Ich nehme mal hier Dig up the Body, glaube ich, über Big Score. Ja, und gehe mal so in Richtung Rot-Schwarz. Mal gucken, ob man vielleicht den Grün-Splash macht für Unleash the Inferno. Macht man ihn ganz bestimmt. Für Security Rocks hängt so ein bisschen davon ab, wie viele Treasure Tokens wir kriegen. Hier haben wir den Maestro Initiate. Keine besonders starke Karte, aber kann aus dem Graveyard nochmal was tun und kann natürlich gut geopfert werden. Citizen's Crowbar relativ spät noch drin, genauso wie die Rakish Revelers. Alle anderen Karten sind schon nur noch so geht so. Das Broker's Hideout findet leider nur ein Forest. Das ist für uns also nicht so super spannend. Dementsprechend wird es hier der Initiate. Und jetzt müssen wir uns auch mal so ein bisschen um die Early Drops kümmern. Wir haben im Prinzip eigentlich nur 4 Drops und 3 Drops. Wenn wir ein aggressives Deck bauen wollen, dann müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass wir noch ein bisschen was auf der 1 und auf der 2 finden. Ist aber gut möglich. Wir sind ja auch gerade noch mal in Pack 1. Light 'em up. Schön. Schöner Pickup hier an der Stelle noch. Ist ein guter Removal-Spell. Nicht der beste Removal-Spell, aber mit dem, was wir bisher hier zusammen haben, ganz nett. Sehr später Nimble Larcenist. Join the Maestros kann ich noch überhaupt nicht einschätzen. Ist auch mein, wie gesagt, mein zweiter Draft erst. Der erste lief, ja, haben wir 2-1 gespielt. Also wir sind noch gar nicht fertig. Wir haben 3 Best-of-One-Matches mit dem ersten Draft gespielt. Mehr kann ich auch noch nicht zur Edition sagen. Spannend, dass der Upstart tabled. Die Wrecking Crew ist definitiv keine schlechte Karte. Es hat einfach unfassbar dicke Stats, die sich auf jeden Fall auszahlen. Ich nehme die auch mal, aber ich plane die nicht unbedingt zu zocken. Sehr interessant. Crew Captain ist noch am Start. Wir haben die Möglichkeit, vielleicht hier einen Scuttling Butler zu nehmen. Man könnte auch Ready to Rumble als Removal Spell nehmen. Ist wirklich nicht sonderlich stark. Und wenn ich in die rot-schwarze Richtung gehe, gibt es in der Regel bessere Removal Spells. Ich nehme den, glaube ich, trotzdem. Aber wenn der Autopicker das sagt, muss das ja eigentlich richtig sein. Hier haben wir nichts mehr, was relevant ist. Nimm den Combat Trick raus, einfach um klarzumachen: hey, haltet euch bitte aus Rot raus und lasst mir die roten Karten für Pack 2. Nehmen wir die letzten Karten, die alle relativ egal sind. Okay. Ja, weiß ich noch nicht. Horde Hauler, auch noch ein 4-Drop. Wir könnten hier den Pyre Sledge Arsonist nehmen. Der könnte wirklich gut sein. Wir haben hier sonst auch noch die Gurdagoons. Gurdagoons waren bisher auch sehr überzeugend für mich. Aber ehrlich gesagt, 5-Drop. Also ich glaube, wenn ich die Wahl habe und mir nicht sicher bin, welche vom Power-Level besser ist, nehme ich, glaube ich, hier bei den aktuell gepickten Karten, glaube ich, lieber die, die etwas kostengünstiger ist. Und ich glaube, der Horde Hauler, ja, ich glaube, der ist einfach nicht gut genug. Er ist, glaube ich, schlechter als der Arsonist. Oh, Mr. Orfeo. Ist das noch ein Splash wert oder nicht? Wir hätten ja auch den Sizzling Soloist. Der ist es, glaube ich, aber nicht wert. Wir hätten noch ein Dig Up the Body, noch ein Plasma Jockey. Mr. Orfeo. Whenever you attack, double target creatures power until end of turn. Ich meine, schlecht ist das definitiv nicht, aber wo sind die Two Drops? Und wir nehmen Mr. Orfeo noch mit und haben dann unseren kleinen, angenehmen grünen Splash, was sehr schade ist, weil ich hätte jetzt gerne noch einen etwas größeren grünen Splash mit dem Jewel Thieves zusammen. Ja, dann nehme ich, glaube ich, einfach das Fixing hier. Racer's Ring ist definitiv nicht verkehrt. Alles andere reizt mich hier nicht und auch wenig rote Karten drin, obwohl ich rot relativ gut gecuttet habe. Ich hoffe, dass wir da in Pack 3 noch ein bisschen was fündig werden. Ansonsten spielen wir ein sehr, sehr langsames Jund-Agro-Control. Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Pack den Plasma-Jockey lieber ich mal hier hin, damit die Kurve nicht mehr ganz so schlimm aussieht. Das packen wir mal auf der 6 und schon sieht die Kurve wieder ein bisschen angenehmer aus. Ich glaube, Security Rocks, der wird es vermutlich eh nicht ins Deck schaffen. Naja, müssen wir mal gucken. Wir können auch nicht alles cutten. Es müssen am Ende natürlich auch noch ein paar Playables drin sitzen bleiben.
Ja, gute Karten wären zum Beispiel dieser Mayhem Devil, oder der heißt nicht Mayhem Devil, der 2-Mana 1-2er, der Menace hat und Blitz hat und im Attack einer Kreatur plus 1 plus 0 gibt. Das ist zum Beispiel eine starke Karte, die würde ich gerne nehmen. Wir hätten ja ansonsten auch noch einen Jewel Thief. So grün scheint wirklich offen zu sein. Kann man noch das Rot-Grüne machen und den Schwarz-Splash versuchen? Ja, dann hätte ich vielleicht gerade nicht. Tja, weiß ich nicht. X-Score. Ich nehme jetzt hier den Jewel Thief raus, der ist einfach zu gut. Dann hätten wir gerade vielleicht auch den Jewel Thief nehmen müssen. Anstelle des Racer's Rings. Obwohl das natürlich auch noch ganz okay ist, Fixing. Angenommen. So, was haben wir hier noch? Das passt uns alles nicht so wirklich. Cabaretti initiate gains double strike until end of turn. Kann man das irgendwie ein bisschen pumpen? Nicht so richtig. Ich könnte Attendance Socialite hier picken als Two-Drop. Weil andere Two-Drops kriegen wir hier eh nicht mehr zusammen. Na gut, okay. Vielleicht wird es nochmal rot-grün. Ich meine, warum sollte es auch im ersten Draft direkt funktionieren? Okay, krass. Mayhem Patrol und Venom Connoisseur. Venom Connoisseur ist, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr gute Karte. Ich glaube, die nehmen wir hier auch mal mit. Dann packen wir halt. Dann wird es halt ein Schwarz-Splash. Dann ist das halt so. Nichts für mich dabei. Ich nehme mal den Arcspitter. Ready to Rumble haben wir schon eins. Muss man, glaube ich, kein zweites mehr reintun. Und werde dann auch hier, glaube ich, mal die Wrecking Crew ins Main Deck packen. Wie sieht es jetzt gerade aus? Ja. Also, das sieht nicht nach einem 3-0-Deck aus. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Wir haben einen Roastmaster. Wir haben ja auch eine Unlucky Witness. Die kann man auch ganz gut opfern. Allerdings haben wir keinen Casualty 1-Spell, außer den schwarzen, den wir rausgenommen haben. Ich glaube, dann nehme ich einfach mal den Witty Roastmaster. So ein bisschen Incidental Damage ist definitiv nicht verkehrt. Noch ein paar Two-Drops vielleicht. Noch ein bisschen schwarz-rotes Fixing wäre ganz nett. Oder vielleicht auch einfach noch ein 100-Drop in Form von Wrecking Crew. Der geht natürlich auch immer. Plasma Jockey oder Halo Scarab. Halo Scarab kann auch nochmal Treasure Tokens erzeugen und also ein bisschen Fixing geben. Plasma Jockey ist aber schon die aggressivere Karte. Nimm den mal. Ich habe einfach die ganz, ganz große Hoffnung, dass ich noch super viele Two-Drops einsammeln werde in Pack 3. Okay, den nehme ich jetzt zur Not einfach auch, weil es ein Two-Drop ist. Und dann gucken wir mal, ob wir mit diesem Gruul Splash Schwarz-Deck irgendwas anfangen können. So, Cabaretti Initiate, glaube ich, auch erstmal was fürs Sideboard. Wir haben nicht so wirklich plus 1 plus 1 Marken, die wir verteilen oder so. Aber wenn wir ein Obnixilis aufmachen, wird das Deck schon noch ein bisschen upgraden. Also da bin ich ganz ehrlich. Ein Obnixilis wird mir, glaube ich, ganz gut noch stehen. Könnten wir auf jeden Fall mal machen. Sieht es denn hier aus? Ah, da kommen unsere Packs noch angelaufen hier. Oh, ist aber leider gar kein Ob. Ach so. Ui, okay. Titan of Industry ist auch eine ziemlich gute Karte. Gut, dass wir uns dann doch noch schlussendlich für Grün entschieden haben. Wenn wir jetzt rot-schwarz wären und ich würde Titan of Industry aufmachen, dann wäre ich, glaube ich, ein ziemlich trauriges Bärchen. Aber grundsätzlich einfach ein starkes Pack. Crowbar ist auch noch gut. Der Syndicate Infiltrator ist super. Wir haben noch ein Light 'em Up und noch ein Jewel Thief. Vielleicht tabeln wir sogar noch irgendwie überraschenderweise irgendwas, aber der Titan, der wird auf jeden Fall eingesnackt. Kein Obnixilis? Aber nicht viel schlechter. Riveteer's Requisitioner, sehr schön, gefällt mir gut. Ist ein Two-Drop, erzeugt einen Treasure-Token, bringt uns näher an den Titan und an unsere schwarzen Spells. Ist, glaube ich, hier auch der Pick über dem Witty Roastmaster. Den wir vielleicht sogar im Wheel kriegen, wenn ganz, ganz viele Leute vielleicht so in den Obscura-Farben sind. Man kann ja immer mal hoffen. Ja, ich glaube, das ist hier ein klassischer Mayhem Patrol. Ich sehe hier ansonsten nicht so viel. Der Goldhorn ist okay. Noch eine Farbe splashen wollen wir auf gar keinen Fall. Ich glaube, dann ist es hier einfach noch ein Two-Drop. Haben wir denn irgendwelche Removal-Spells eigentlich? Ah, Light 'em Up. Unleash the Inferno. Ja, das ist es im Prinzip auch schon. Okay. Maestro's Ascendancy, die kann leider gar nichts. Exotic Pets wäre cool, können wir aber nicht so wirklich nutzen. Curious Briefcase. Ist auch kein richtiges Curious Briefcase-Deck, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ist es ein Antagonize-Deck, ist die Frage. Eigentlich auch nicht. Ich nehme mal die Uncommon für die Vault. Ich glaube, Antagonize würden wir eh nicht spielen. Noch ein Plasma Jockey oder ein Big Score oder ein For the Family.
Wie sieht es denn jetzt überhaupt mit den Two-Drops, Three-Drops und so weiter aus? Haben wir eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich nehme mir noch einen Plasma-Jockey. Wir versuchen das jetzt mal wirklich so ganz aggressiv aufzuziehen. Und wenn wir die letzten Damages nicht machen können, dann muss ja eben der Titan noch was reißen. Oh, Stimulus-Package. Kannst du was oder kannst du nichts? Du kannst Treasure-Tokens opfern. Haben wir irgendwie eine repeatable Source von Treasure-Tokens? Nicht so wirklich, ne? Nee, ehrlich gesagt, ist die, glaube ich, in dem Deck gar nicht so gut. Nimm die hier auch mal raus. Wobei, die könnte man vielleicht sogar spielen. Wenn wir das zweite Light'em Up spielen. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Removal. Das zweite Light'em Up schadet vermutlich nicht. Oh, schade. Noch ein Rockway. Nehmen wir Riveteer's Initiate. Aber ich glaube nicht, dass sie es schafft ins Main Deck. Auf der anderen Seite muss dann aber noch ein bisschen was kommen, was es ins Main Deck schafft. Sticky Fingers. Die schaffen es, glaube ich, ins Main Deck. Die sind echt nicht schlecht. Nochmal ein ganz schöner Pickup hier. Geben uns auch theoretisch noch ein paar extra Treasure-Tokens, die wir jetzt nicht so sonderlich gut nutzen können, aber hey. 1, 2, 3, 4, 5 2-Drops. 1, 2, 3, ja, und ein paar 3-Drops. Könnte noch einen Halo-Scarab nehmen. Kaldaya Strong Arm. Packe Marken irgendwo drauf. Ja, ich glaube, ich nehme die Karte mal. Die könnte es vielleicht sogar noch ins Deck schaffen. Wrecking Crew Nummer 10 brauchen wir, glaube ich, nicht. Chrome Cat brauchen wir wahrscheinlich auch nicht. Ah, wir müssen wahrscheinlich noch so eine Karte ins Deck packen. Fixing haben wir leider auch nicht so viel gekriegt, sondern Riveteer's Lookout oder wie die Karte heißt, wäre sicherlich nicht schlecht gewesen. Aber ich glaube, insgesamt kann ich mich nicht beschweren. Der Draft war nicht so sonderlich leicht. Wir waren irgendwie so ein bisschen rot, dann waren wir ein bisschen rot-schwarz, dann haben wir gemerkt, dass grün offen ist. War auf jeden Fall nicht gerailroadet, der Draft. Aber ich denke, wir kriegen da noch ein einigermaßen okayes Deck am Ende raus. Oh, wir warten für den Server. Das habe ich schon ein schlechtes Gefühl gehabt hier. Man könnte zum Beispiel eine Gilded Pinions spielen. Nee, glaube ich. Hier irgendwas von Splashen finde ich eigentlich auch nicht gut. 4 Swamps spielen. Für 3 von den Geräten. Wir kriegen aber durchaus auch Treasures, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Vielleicht 3. Wir sind, glaube ich, ein bisschen roter als grün. Dementsprechend würde ich hier mal noch so eine rote Source hinzufügen. Moment, warte mal. 13, 16, 17. Nur 7 Grün-Sources für eine triple-grüne Karte ist sehr wenig. Die kommt aber sehr spät. Und wir können eben auch definitiv Treasure-Tokens dafür benutzen. Vielleicht spiele ich sogar mal so einen Kaldaya Strong Arm hier und lasse mir mal zeigen, wie gut diese Karte ist. Ich glaube, dann haben wir insgesamt auch von den Kreaturen, also eine sehr, sehr gute Anzahl an Kreaturen für ein Gruul-Deck. 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ein paar Removal-Spells. 1, 2, 3, 4. Und noch so ein bisschen, was so zwischendurch ist. Ja, gucken wir mal, ob es funktionieren kann. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dieses Riveteer-Deck, ja, fast nur Gruul-Deck, wenn so im Best-of-3 da funktionieren wird. So, Runde 1, wir dürfen anfangen. Gefällt mir sehr gut. Der Klassiker. Kein grünes Mana, aber wir haben immerhin schon mal hier so eine kleine Combo am Start. Wir haben den Forge-Boss. Das können wir theoretisch auch so als Removal nutzen. Ich denke, es ist ein Keep. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir Länder hitten. Am besten grüne Länder. Und dann, glaube ich, können wir hier sogar mitspielen. Mal gucken, was uns Ruther zeigen wird. Keine Höhlen, ne? Cabaretti Courtyard, okay. Sucht sich jetzt also ein Mountain, Forest oder Plains raus. Civil Servant. Ich hab... Sehr gut. Ich habe extra noch eine Schwarz-Source gecuttet, damit wir mehr grüne und rot-Sources haben. Ja, das hat sich leider nicht so wirklich ausgezahlt. Geben Sie mir noch ein Land. Jewel Thief. Voll dir gute 3 drauf. Okay. 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 Still in the game, maybe. Gegner könnte mal was legen, was nur 2 am Hintern hat, damit mein Light-Em-Up ein bisschen besser ist. Nein, bring nicht den Fortschuss. Oh, wow. Das Citizens? Natürlich sind das Citizens. Was frage ich denn? Wow, wir werden hart vermöbelt. Came in like a wrecking crew. So. Sollte jetzt aber erstmal reichen hier. Gegner mit einem sehr starken Start. 2-Drop, 3-Drop, 5-Drop. Ziemlich abgefahren. Aber vielleicht haben wir jetzt ein bisschen stabilisiert. Ich fände es cool, wenn du irgendwas mit 2 Toughness legst.
Einfach damit ich das übernehmen kann, den opfern kann, nochmal zwei Damage irgendwo hinknallen kann. Zur Not könnte man auch den übernehmen und mit Light 'em up und den Kicken irgendwie den Jewel Thief umbringen. Das geht auch. Das wäre jetzt auch kein Beinbruch, aber. Mein Gegner überlegt ein bisschen länger. Jetzt haben wir hoffentlich erstmal genug Power und Toughness hingelegt, so dass Funky But Loving vielleicht nicht direkt weiß, was er machen muss. Also wäre ganz angenehm. Okay. Oh, come on. Price Fight. Unlucky. Unlucky. Okay. Der Gegner hat einfach ziemlich guten Draw, kann man mal sagen. Na gut, was soll ich sagen, ne? Ich glaube, viel außer Möglichkeiten, außer vielleicht das hier zu spielen. Und einfach mal mit denen anzugreifen hier. Haben wir jetzt 2 for 2 getradet. Definitiv nicht die beste Lösung, aber hey, mehr ging nicht. So, Ominous Parcel macht auf jeden Fall nur 4 Damage. Das heißt, ich würde hier... ich würde hier ein 2 for 1 einladen. Also der Gegner könnte jetzt natürlich die Parcel aktivieren. Ist aber okay, weil den Civil Servant können wir, glaube ich, handeln mit den beiden Karten, die wir noch haben. Wir haben zur Not auch noch, einen Draw mit dem Racer's Ring. Geht noch was anderes als den, als die Parcel? Das wäre natürlich traurig. Oh, noch ein Trick und... Hoffentlich nicht. Und die Aktivierung kostet 5 Mana. Das ist schon relativ teuer. Dann ist nur im Moment nur ein Mana übrig. Wie... Ladies and Gentlemen. Wie kann man so ziehen, ey? Wie kann man so ziehen? Ich verstehe es nicht. Es ist einfach... Ja. Ja, ich glaube, das Game ist einfach verloren. Sind das 2 Citizens? Nee. Und mit einem Angreifen 3-3. Ja, gut. Doppelblock. Nö, nehme ich erstmal. Wir ziehen ja was nach. Hm, Sticky Fingers, hervorragend. Ha. Ja, den zeige ich, glaube ich, einfach nicht mehr. Aus der Nummer kommen wir hier leider nicht mehr raus. Das war ein ziemlich perfekter Draw vom Gegner. Mit allem, was man benötigt. Ich sehe nicht so richtig, was wir hier anders machen wollen. Wir könnten noch einen Fatty reinpacken. Vielleicht hier sowas cutten. Der Plasma Jockey. Wir haben relativ schnell gesehen, dass unser Gegner relativ schnell das Board voll knattert. Und dann ist dieser eine Kreatur kann ich blocken Effekt nicht mehr ganz so stark. Dementsprechend können wir vielleicht da reduzieren und einfach noch einen 4-5er hinlegen, sodass man, dass unser Gegner es vielleicht ein bisschen schwieriger hat, durchzukommen. Ich keep die Hand. Habe immerhin alle Mana-Farben. Schon wieder 2 Swamps. Aber Attendant, Socialite mit Sticky Fingers könnte ganz gut sein. Okay, Parcel. Ja, ich lege trotzdem den. Nächste Runde dann Sticky Fingers auf den Intended Socialite plus die Mayhem Patrol. Sieht gut aus. Privateers Decoy. Noch ein Land. Sticky Fingers. Mayhem Patrol für den Pump-Effekt. Dann Gas gegeben, Treasure gebaut. Nächste Runde haben wir auf jeden Fall 5 Mana. Sticky Fingers ist nicht so schlecht. Also wenn man 2-Drops hat, ist Sticky Fingers definitiv keine schlechte Karte. Gucken, ob der Gegner wieder weiterhin jede Runde sein Mana perfekt ausnutzt. Oh, krass. Ja, dann würde ich, glaube ich, tatsächlich mal den kaputt machen. Mit 2 Menace-Kreaturen. Die können ballern gehen. Okay, boah, ich meine, das ist eigentlich das, was wir haben wollen. Wir wollen ein aggressives Gruul-Deck sein. Genau so soll das eigentlich zumindest in der Theorie funktionieren.
Oh, wenn der Gegner jetzt das Mana benutzt, der Parcel, um Land zu finden, dann bin ich nicht unglücklich. Okay. Mhm. Findet das blaue Land, okay. Kreatur wäre natürlich ärgerlich. Ja, okay, perfekt. Oh, Strunk. Wo legen wir hin? Ja, sollen wir den Damage hier noch mitnutzen? Ich glaube, ich lege die einfach nur so hin. Nächste Runde auch noch eine Kreatur nicht blocken lassen zu können. Mit zwei Manus-Kreaturen ist schon sehr, sehr, sehr gut. Alle meine Kreaturen haben Death Touch. Yay! Jetzt ist Alliance aber richtig getriggert. Okay. Nicht diese Karte? Na gut. So, Gegner ist auf 9. Wir haben theoretisch 2, ne, 3, 5, 7 Power. Und der kann wahrscheinlich nicht blocken. Also wir können eine Kreatur nicht blocken lassen. Müsste jetzt schon zwei Kreaturen legen, damit was blocken kann. Die kann trotzdem nicht geblockt werden, weil sie Manus hat. Hier können wir noch eine Karte mitziehen. Das sieht ganz gut aus. Riveteer's Decoy ist auf jeden Fall auch eine ziemlich coole Karte. Ah, mal gucken, ob wir das erste zumindest nicht 2-0 abgeben. Das wäre ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Der ist stark. Oh mein Gott, der ist so gut, ey. Das ist ein Land. Mr. Dofeo. Ja, offensichtlich darf der X1er mal nicht blocken. Geh mal hier von dem Trade aus. Okay. Noch was? Gegner ist auf 5. Wir haben gleich 6 Power Manus immerhin. 6 Power Manus ist nicht so schlecht. Der Gegner hat leider auch noch 4 Handkarten. Das sind so für meinen Geschmack 4 zu viel. Er tappt aber erstmal nichts. Also beziehungsweise der enttappt ja wieder. Oh. Oh, Mr. Orfeo, auf geht's. So, wir geben schon dem Manus Guy, glaube ich, die extra Power. Nochmal ein Prize Fight? Are you kidding me? Mit so vielen. Ah, okay. Wow. Okay, dann musst du ja jetzt quasi extrem hart doppelt jumpen. Und wir ziehen eine Karte. Okay, das nehme ich. Das nehmen wir. Hm, der gute alte Röstmeister. Boah. Geht auf 6. Man kriegt auf jeden Fall ordentlich Schaden. Gucken wir mal, ob er jumpt oder nicht. Fangen wir mal an als 4-4er hier, der Klassiker. Ja, offensichtlich gibst du Mr. Orfeo bitte die Power. Er ist halt der Boulder, Mann. Noch ein Prize Fight. Oh. Crazy. Wie er immer alles hat. Crazy. Aber natürlich, das war ja abzusehen. So. Land. Okay, fein. Gewonnen, denke ich, oder? Ja, sollte so sein. Sweet. Okay. Junt kann also doch performen.
Er hat aber auch noch Rigo im Deck. Das ist schon auch kein schlechtes Deck. Was können wir noch ändern? Ich glaube, ich will die Fettwämse hier, Reach Trample, will ich auf jeden Fall behalten. Das ist so wichtig. Ja, ich glaube, das ist alles okay so. Müssen jetzt einfach nur noch mal so ziehen, dass wir alle Mana-Farben haben und einigermaßen auskurven. Dann kann das auf jeden Fall funktionieren. Dann kann Obnixilis auch gegen Ruther aus Strixhaven gewinnen. So, Opponent. Wir haben alle Mana-Farben. Wir haben auch schon wieder zwei Swamps. Hervorragend. Ich gebe das mal. In der Hoffnung, nicht auszuflatten. Brokers Hideout. Ah, Gegner hat ein gutes Fixing auf jeden Fall. 3 von 3 Swamps am Start. In der Hoffnung, nicht auszuflooden, wurde ich leider enttäuscht. Ja, das ist halt das Problem. Wenn du ein 5-Länder hältst, dann hast du eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du einfach noch wieder Länder ziehst. Und dann kannst du das Spiel nicht mehr gewinnen. Ja, leider zweimal Mana-Issues. Und ich glaube, deshalb sollte man auch zweifarbig spielen in dem Format. Mana-Issues sind einfach zu groß. Main Phase den Instant gespielt, um einfach jetzt hiermit natürlich das 1 plus 0 und Lifelink geben zu können. Stark. Okay, noch ein Land gezogen. Das hat meine Hand nicht wesentlich besser gemacht, muss ich gestehen. Also, meine Draws waren nicht optimal. Aber immerhin kann ich jetzt sogar den Titan of Industry casten. Okay, dann laden wir uns mal auf einen 2-for-1-Trade ein. Gegner spielt ein Pump-Spell. Wir haben ein Problem. Nee, okay, fair. Okay. Oh, stark. Ganz stark. Da ist ja der nächste 2-Drop schon. Und ich dachte, ich würde schlecht ziehen. Sehr, sehr stark. Also Extraction Specialist jetzt hier noch mit Civil Servant zusammen natürlich eine ganz freche Nummer. Wie oft kann man den Schaden nehmen? Nein, nicht besonders oft. So, Gegner ist auch nur auf 30. Ich finde, das geht noch. Oh, was können wir denn ziehen? Ein Titan würde schon helfen. Vielleicht nicht unbedingt jetzt. Jetzt könnten wir erstmal den 4-5er ziehen, die Wrecking Crew. Mage's Attendant, klar. Okay. Na, dann würde ich erstmal Go sagen, glaube ich. Er hat sich nicht so richtig ausgeshaped. Also ich meine, 5 Länder on the draw. Man zieht eine extra Karte und wir haben alle unsere Mana-Farben. Ich gebe zu, dass diese Hand ein gewisses Risiko birgt. Manchmal zieht man leider einfach nicht gut. Okay. Gut, dass das hier ein Traditional Draft ist. Also wir sehen mindestens noch zwei Matches. Hey, Mr. Orfeo. Na leider, wenn da jetzt einfach ein Prizefight oder ein Rubel kommt, dann mache ich leider auch nicht mehr sonderlich viel. Müsste wirklich literally jetzt der nächste Draw der Titan of Industry sein. Ich glaube, jeder andere Draw verliert mir automatisch das Spiel. Ah, ich block natürlich. Hätte wahrscheinlich von der Lifelink-Karte gefightet oder so, ne? Hätte ich jetzt gedacht. Na, für den Gegner läuft es leider ein bisschen besser. Immer gutes Mana. Es ist nicht Titan of Industry. Es ist eine Karte, die nichts macht. Und damit bin ich hier raus und versuche es leider nochmal gleich im nächsten Match. Bisschen schade. Deck hat ganz, ganz klar unterperformt. Also das kann das Deck definitiv besser. Wir dürfen wieder anfangen. Das war gerade nicht so ein gutes Omen. Kind of. Also, ich meine. Okay. Alle Mana-Farben sind schon mal wieder da. Wir haben diesmal auch 19 Mana weniger als beim letzten Mal. Okay, reicht mal wieder. Ich glaube ganz ehrlich, dass ich auf Turn 4 einfach Kaldaya Strong Arm reinblitzen muss, oder? Also zumindest wenn der Pyre Sledge Arcanist überlebt. Das muss nicht unbedingt sein, aber. Okay. Masked Bandits. Schöne Karte. Wenn der Pyre Sledge Arcanist überlegt, muss ich das, glaube ich, machen.
Kann ich einfach Go sagen. Also wenn wir Mr. Orfeo oder sowas ziehen, vergleichbaren 4-Drop, dann vielleicht nicht. Das ist immerhin ein entspannter Attack für 6 schon auch. Alter Deck! Come on! Oh. Es gab Sets, wo die ersten Drafts besser liefen. Ich sag's, wie es ist, Leute. Glittermonger. Mal 2-2 wahrscheinlich. Vielleicht auch ein Treasure. Oh, Mr. Orfeo. Ja, das ist natürlich jetzt spannend. Weil ich mir nicht sicher bin, ob der Gegner nochmal 8 nimmt. Also, 8 ist schon halt auch eine Menge Damage. Mr. Orfeo war ein guter Draw. Ich glaube, ich mag Mr. Orfeo. Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, so tief in meinem Innersten, wenn man sich den mal so anguckt, ist, glaube ich, einfach ein liebes Nashorn. Ich glaube, den muss man einfach mögen. Ich weiß nicht genau, was er mit der Schaufel macht, aber ich glaube, man muss ihn einfach mögen. Ja, weiß ich noch nicht so genau, was jetzt hier das Player ist. Ich glaube, ich schieße einfach mal die Gaia Greeders ab, oder? Und ich kann gleich Mr. of Feos Power verdoppeln. Wir haben auch gleich noch einen Titan of Industry, also so ist es nicht. Einfach mal Gas geben jetzt, wenn es okay ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass da ein Trick ist. Oder vielleicht auch ein Mörder oder so. Kann mir vorstellen. Ah, nächste Runde Titan of Industry gewinnt das Spiel sowieso. Also es ist im Prinzip auch egal, was der Gegner jetzt macht. Könnte ein Mörder sein. Oder Maestro Charm. Deal gone bad. Okay. Oh. Moment, Power verdoppelt. Oh, nice. Auf den Trigger reagiert. Geil. Und die minus 1 Power verdoppelt. Das ist jetzt minus 2 Power. Das ist der schwächste Mr. Orfeo aller Zeiten. Zur Not habe ich ja hier auch noch das Involuntary Employment. Also wenn der Gegner jetzt die Mask Bandit spielt, dann müssen wir den Titan noch nicht mal zeigen. Werde ich auch nicht. Ich zeige ihm halt aber Involuntary Employment. It's a me, Involuntary Employment. Ist einfach gut. Ist einfach gut. Kann man den Titan noch eine Runde ruhen lassen? Ja, jetzt bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Unser Gegner ist... Unser Gegner ist mindestens vierfarbig. Gaia Greeters... Ja, dann macht auf die Mütze geben schon mehr Sinn. Also ich glaube, jetzt hier unbedingt noch eine Wrecking Crew reinboarden ist, glaube ich, nicht so gut. Ich glaube, ich bleibe einfach bei der aggressiv möglichsten Variante. Vielleicht kann ich sogar diesen Trick hier reinboarden. Aber ich wüsste nicht, für was. Ich versuche es einfach mal so weiter. Man könnte wirklich irgendwie einen von diesen 4-Drops cutten. Vielleicht Mr. Orfeo oder halt das Treasure Rhino. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ah, schwierig. Schwierig. Das Set ist schon geil. Was haltet ihr so bisher vom Set? Findet ihr das auch cool? Macht es euch auch Bock? Kommt es an Kamigawa Neon Dynasty ran oder eher nicht so? Würde mich auf jeden Fall interessieren, wie es bei euch ist. Also bisher... Ich weiß nicht, ob es an Neon Dynasty rankommt, aber so die ersten paar Runden haben auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ah, okay. Ja, das wurde jetzt auch mal Zeit. Und den ganzen Flats müssen wir jetzt in den Screw hinein. Ja, das ist, glaube ich, ein Mulligan. Selbst wenn ich hier den Titan habe, muss ich hier, glaube ich, einen Mulligan machen. Oh, perfekt. Ja, das werde ich nicht mulligen. Ich gehe nicht auf 5. Ich habe die Hoffnung, dass ich einfach rotes Mana ziehe. Und damit dem Plasma Jockey ein bisschen was machen kann. Ja, was soll ich sagen? Mana Base funktionieren manchmal halt einfach nicht. Gegner pondert hier, ob er 6 Karten halten kann. Auf 5 Karten gehen macht im Limited fast gar keinen Sinn. Manchmal muss man es, wenn man keine Spells casten kann. Dann wird hier das Lookout. Gutes Fixing beim Gegner, definitiv. Besser als bei uns.
Wird hier ist Overlook, Entschuldigung. Aha. Rotes Mana, sehr gut. Wie Richard Garfield es sich vorgestellt hat. Man kann seine Spells casten. Ja, die werden... Sorry, aber die muss ich leider sofort anzünden. Das ist leider... Jetzt die Frage, ob wir auf 3 einfach entspannt mal den Plasma-Jockey durchrömern oder nicht. Patchland killt den einfach sofort. Ich glaube, ganz ehrlich. Der geht jetzt einmal eine Runde ballern und nächste Runde spielen wir den Security Rocks. Okay. Kann man das irgendwie, kann man irgendwie Trick 17 anwenden oder so? Der muss beide, ne? Okay. Ah, dann würde ich einfach den hier jetzt legen. Ich habe halt nur X1er auf der Hand. Und das, die sind natürlich gegen Pyre Sledge Arsonist besonders gut. Also die will man, glaube ich, fast alle rausblitzen. Nee, lass den mal liegen. Nee. Warum denn Mörder? Mörder Schmörder, Mann. Okay. Boah, ich weiß es nicht. Der Gegner irgendwas zum Sacrificen hat, ist das so schlecht. Egal. Bitte einfach nicht. Bitte kein Fetchland. Okay, Gegner hat theoretisch sogar einfach mit einem normalen Landdrop alles. Ne? Oh Gott. Oh, nein. Mach's nicht. Okay, und was machen wir jetzt genau? Nochmal? Einfach Gas geben oder was? Irgendwie müssen die Damages ja rein. Oh oh. Doppel Pyre Sledge Arsonist und wir haben einfach nur X1 auf dem Battlefield. Geil. Okay. Okay. Immerhin einer weg. Ja. Noch ein Land, okay. Ja, jetzt wird es wieder Zeit für Titan of Industry, wenn ich das mal kurz anmerken dürfte. Der Titan wird hier jetzt gut sein. Deck, wir haben genug Länder und zu wenig Titans. Änder das. Bitte. Gegner könnte mit einem normalen Landdrop, wie gesagt, einfach... Boah, ich gehe mal römern, ne? Hier. Auf geht's. Block nie im Leben. Nein. Nie im Leben gehst du... Nein, okay, ja, gut, okay, ich meine, würde ich machen. Wow, was? Voll gut. Wir haben, okay, dann hat er wahrscheinlich Rogues Gallery oder sowas. Irgendwas, was Kreaturen wiederholt. Das ist aber ein sehr awkward Spot hier. Warte, ziehen. Zwei Damage mal reingeblitzt. Okay. Okay. Also ein Spell oder so, maybe? Geht das? Titan? Was hat denn der Gegner auch eigentlich? Ist auch ein sehr spannendes Rätsel hier. Okay. Pyre Sledge Arsonist. Na gut, haben wir auch einen. Okay. Land geknackt, finde ich in Ordnung. Jetmir's Fixer. Ja, der ist natürlich nicht so gut in einem 100-farbigen Deck, ne? Wenn man das nur einmal aktivieren kann, ist der natürlich wesentlich schlechter, als wenn man den jetzt in Gruul spielen würde, beispielsweise. Spielt man nur den, denke ich. Plasma Jockey kann dann in der nächsten Runde wieder als Haster rauskommen. Wir können den nicht blocken lassen und wir können dann theoretisch dadurch, dass wir sogar den und vielleicht den Treasure opfern, sogar 2 Schaden schießen auf irgendwas. Bin echt gespannt, was da noch kommt beim Gegner. Okay. Oh, okay. Was hat denn der Gegner wohl? Ich glaube, ich mach's nicht. Ich glaube, ich mach's nicht.
Vielleicht hätte ich hier involuntary employment machen können, aber noch ein Mörder. Krass. Gegner ist auf 7. Titan. Aber wenigstens noch ein Land. Okay, sehr gut. Wie viel können wir denn eigentlich pumpen? Der Jetmir ist Fixer, dann vielleicht sogar Lethal. 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ne, wir können ihn nur 4 mal pumpen. Würde also leider nicht reichen. Zählt ein Damage im Moment, um mit Jetmirs Fixer zu übernehmen, zu gewinnen. Was ein geiles Finish wäre, wenn der Gegner auf 7 ist. Okay. Ah, ich glaube, das wird auch ein... Also, wenn wir in Game 3 gehen, wird es schwierig für uns. Also, dieser Doppel-Pyre-Sledge-Arsonist kann uns schon... kann uns ordentlich beisetzen. Okay, Gegner überlegt. Corpse Appraiser. Ja. 3. Sehr interessant auf jeden Fall. Setzt viel auf Treasure, glaube ich. Exile uns eine Karte und kann jetzt sich von den obersten 3 eine aussuchen. Tax Keys, klar. Oh, da ist er ja. Dann nehmen wir den noch. So, ich hätte gerne einen Shield Counter und einen 4-4 Reno. Hey, Titan, da bist du ja. Gut. Es wird aber auch mal Zeit, dass du endlich kommst. Vielen Dank. Ich mag das ja, dass er eine Shield Counter. Nicht exilen jetzt. Einfach liegen lassen, Mann. Titan kann gar nichts. Oh, okay. Sacrifice one of them. Ja, das ist nicht so schwierig. Ich glaube, ich behalte den 7-7 Trample Reach Shield Marken Apparat. Werden wir es fixer? Ja, okay. Und ein Jewel-Thing. Okay, Gegner hat nichts mehr. Gegner ist alle. Ja. 15. 12, 13 Mana. Scheiße, Jetmirs Fixer ist nicht lieb. Wenn ich jetzt angreife, sind der Gegner 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Okay, können wir machen. Wir können angreifen, der Gegner hat nur 13 Power. Richtig, 3, 6, 8, 10 und dreimal aktivieren. Günstigste Möglichkeit für den Gegner, die Shield-Counter wegzukriegen. Wenn er mit mehr blocken würde, würde er zwar Damage verhindern, aber ein Doppelblock verhindert nicht, dass nur eine Shield-Counter sozusagen umfällt. 3, 6, 9. 10, 11. Reicht nicht. So, und wenn ich jetzt eine Kreatur übernehme, angenommen, übernehme jetzt hier El Trample Bernd. Das ist lethal. Schick auch noch den Kaldaya Strongarm mit rein. Ich glaube, dann ist Game Over. Kaldaya Strongarm auf den Trampler hier. GG. Selbst jetzt ist schon GG, weil wenn er beide hier vorschmeißt, kommen 4 durch und wenn er einen da vorschmeißt, kommen auch 4 durch. Es kommen immer 4 durch. War lethal. 1-1. Okay. So, letztes Match. Mal gucken, ob wir das 2-1 schaffen. Wir spielen gegen Solemnstorm. Haben eine solide Hand. Ja, jetzt nichts Besonderes. Aber okay. Wirklich in Ordnung. Two-Drop Removal Spell, Pyre Sledge Arsonist, Siege Rhino. Sorry, Security Rux. Ist gar nicht Siege Rhino. Der Mountain war eher so der schlechteste Draw. Dieser Mountain. Nee, das stimmt nicht. Dieser Mountain war der schlechteste Draw. So. Das mit dem Mana kriege ich irgendwie nicht wirklich hin, ne? Nee, sorry. Dieser Mountain war der schlechteste Draw. Jetzt habe ich's. Warte, nee, sorry. Ah, okay. Schade. Es wäre wirklich witzig gewesen, wenn wir es geschafft hätten, noch einen Mountain zu ziehen. Ja, Hand ist eintönig, to say the least.
Sticky Fingers. Sticky Fingers. Na komm hier. Würde immerhin Ufer Warner uptraden. Kann er auch einfach 5 nehmen hier? Kann er eigentlich nicht. 5 nehmen kann er nicht. Kann er? Kann er nicht. Ich kann jetzt jederzeit Treasure Tokens opfern, um den Maestro Initiate umzubringen. Ich glaube, konnte er nicht. Hätte ich das machen sollen, wenn jetzt ein, weil jetzt ein Casualty Spell kommt? Ich wusste es! Ich wusste es! Hätte ich das machen sollen? Ja. Klar hätte ich das machen sollen. Mann! Alter, Deck. Das kann wirklich nicht wahr sein. Wie kann man denn bitte so ziehen? Seriously. Boah. Sieht nicht gut aus fürs Home-Team, Leute. Mountain Draw 2, 3, 4 und 5 war leider nicht so gut. Kaldaya Strong Arm. Noch ein 4-5er oder lieber einen 6-7er? Ich glaube, ehrlich gesagt, nochmal durchcyclen ist wahrscheinlich besser. Hm? Ach, jetzt habe ich die gar nicht gesacrificed, ne? Okay. Okay. Na gut, solange man Spells findet, geht's ja vielleicht noch. Er ist natürlich nicht schlecht jetzt hier, der Maestro Initiate. 6, 7. Das heißt, alle drei müssen blocken. 7, 7. Meist Lander, mal gucken, was noch kommt. Civic Gardener. Der ist jetzt nicht ganz so tragisch. Oh, das ist nicht schlecht. Ja, aber der würde trotzdem nur gegen die beiden uptraden. Das Geile. Ja, ist glaube ich immer noch geile. Geile genug. Gegner auf 6. Wir sind auf dem Board. Ehrlich gesagt, nicht mehr hinten. Das ist irgendwie komisch, wie das passiert ist. Aber okay. Mountain Nummer 7 kann jetzt gleich auch noch kommen. Auf geht's. Lass mal Jockey. Na gut. Yes, yes, yes. Ja, Menace 2-2 ist wirklich überragend. Ne? Ist wirklich, wirklich gut. Wir können die ganze Zeit mit dem Hill Giant hier angreifen. Auch gut. So. Jetzt kann der Titan wieder kommen. Jetzt wäre jetzt der Zeitpunkt wieder optimal, um einen Titan zu finden. Oh, Attack. Achso, klar, hat Vigilance. Titan! Oder irgendwas anderes Cooles. Ein Übernahmeeffekt wäre gut. Ein Forge-Boss wäre gut. Es gibt einiges, was wir machen könnten, was kein Land ist, was wirklich gut wäre. Ah. Gain 4 Leben. Aber es ist ein 2-for-1. Titan? Naja. Ah, ist ein kleiner Titan, ne? Wenn man, jeder fängt mal klein an. Der Titan ist bestimmt nochmal als 2-2er angefangen. Oh ja. Die 2 Drops jetzt zu ziehen, ist natürlich nicht optimal, aber es geht. Der Gegner darf jetzt nur nicht irgendwas super krasses mit einem
mit einem ETB-Effekt haben, wie das geht. Wo man den überhaupt ausspielt. Achso, ja, okay, kann man machen. Dann, ja, okay, man cycelt jetzt ein Land durch. Ja. Ja, okay, verstehe ich. Aber kann es jetzt nicht blocken. Ne, ich block nicht. Jetzt müsste ich gerne mal so einen Plasma-Jockey ziehen. Davon haben wir noch drei im Deck, oder? Jewel Thief, der geht natürlich auch. Ordentlich Trigger gehen hier aufs Deck. Ordentlich Trigger. Kann jetzt theoretisch ein Leben bezahlen, um gegen den 3-2er abzutauschen. Geht dann aber selber auf 3. Geht auf 3. Board ist okay. Ah, es ist ein spannendes Game. Es ist noch nicht vorbei. Jaxis kann ordentlich Trouble machen. Aber wir haben einige Outs. Jeder Haster ist irgendwie ein Out. Ist auch geil. Okay, der hat halt eine Runde lang Indestructible. Aber der selber wird, glaube ich, nicht angreifen. Oh, Mr. Orfeo. Hallöchen. Wie wäre es denn, wenn wir unserem Trample Vigilancer die Power verdoppeln? Finde ich gut. Na, sehr schön. Okay, klappt ja doch noch ganz gut. Nach dem etwas vermurksten Start kommen wir doch noch ganz gut hier ins Draft-Format rein. Brauchen wir hier Fettsoße? Wie sieht es hier aus mit Fettsoße? Doppel-Forge-Boss. Also ganz ehrlich, der 4-5er, der hat schon nicht so unterperformt. Der war schon gar nicht so schlecht. Ja, was war denn dagegen schlecht? Gute Frage. Ah, Plasma Jockeys on the Draw. Vielleicht kann ich on the Play wieder einen mehr reinboarden. Die gefallen mir gut. Die gefallen mir besser, als ich ursprünglich angenommen habe. Aber wahrscheinlich ist on the Play der dritte besser. So. Oh, Moment. Rotes Mana, grünes Mana, Spells und Titan. Keeper. Das sieht sehr angenehm aus hier. Oh, zweites Grünes. Hervorragend. Civic Gardena. Okay. Da würde ich ungern rausblitzen. Ja, sieht angenehm aus. Prizefight? Ja, ich würde nicht blocken. Blocken wäre Selbstmord. Okay, krass. Wow. Und tappt lieber das an. Was? Jetzt bin ich ein bisschen raus. Warum nicht einfach ihn selber enttarnen? Okay, ich meine, gut, der hat eh Menace, kann eh nicht blocken. Verstehe ich. Na gut. Drei Mana, 3-3, Vigilance, Trample, Create a Treasure. Hallo? Was geht? Ist schon eine gute Common, ey. Mehr Civic Gardener. Oh, okay. Ich bin's, der Boulder. Wow, Moment, jetzt muss ich die Trigger richtig stecken. Der muss, ja. Nein, jetzt habe ich die wieder falsch rumgesteckt, oder was? Nee, genau. Ach, drei Trample, Alter, was? Wie krass einfach. Okay, wir können ja doch performen mit dem Deck hier. Gefällt mir. Guter Ansatz, guter Ansatz. Ja, dann Plasma Jockey reingeblitzt. Haben mal geballert hier. Also wieder das Gleiche. Power hiervon verdoppelt. Plasma Jockey lässt den nicht blocken. Hier eine Power drauf. Ich meine, könnte natürlich ein Mörder kommen. Machen wir uns nichts vor. Nein, sollst du nicht tun. Okay. Schade. Ist ein bisschen. Hat die Blitzkreatur geblockt? Ehrlich gesagt, so schlimm ist es nicht. Der Gegner ist auf 6. Und wir legen gleich einen Titan. Spätestens dann wird der Gegner wahrscheinlich conceden, weil ich sehe jetzt in den Junt-Farben auch nicht so unbedingt, was man gegen den Titan machen soll. Also, ja, Attacks. Sehr gut, Turn 6.
Und da mussten wir nicht mehr weiterspielen. Ja, Titan of Industry, schon eine der besseren Limited-Karten. Habe ich, glaube ich, mal auch in einem Video erwähnt. Vielleicht in den Top 5 Limited-Bomben aus dem Set. Naja, das war auf jeden Fall der erste Draft. Ich hoffe, ich konnte euch das Wochenende ein kleines bisschen versüßen und ihr hattet ein bisschen Spaß bei unserem ersten Draft und seid nicht nach dem ersten Match abgehauen, wo es nicht so ganz so gut für uns lief. Danach haben wir uns ja auf jeden Fall noch einigermaßen gut erholt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht, wenn ihr schon bis hierhin durchgehalten habt, auf jeden Fall vielleicht auf die Glocke zu drücken, den Abo-Knopf zu drücken und den Daumen hoch. Würde ich mich mega darüber freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut rein, euer Solaris. Tschüss!